Leute, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich gucke mir gerade wieder mal was an und muss mich schon wieder aufregen. Am letzten Donnerstag, am 5.9.24, hat die AfD einen Bürgerdialog in Essen veranstaltet. Der wurde von Antifa-Anhängern massiv gestört. Die haben sich unter das Volk gemischt und haben so eine kleine Taschenalarme im Raum verteilt, die natürlich dann einen ziemlich lauten, penetranten Piepton machen. Die haben sie dann nach und nach wieder eingesammelt und in einen Eimer Wasser reingetan, damit die Ruhe geben. Und die Typen haben sie halt dann rausgeschmissen. Es haben sich aber nie am Anfang alle zu erkennen gegeben. So nach und nach gaben die sich wieder einzeln zu erkennen und riefen ihren bekannten Spruch: Alete, Alete, Antifaschista! Wahrscheinlich haben sie ihren Brei früh von der Mutti nie gekriegt oder so, keine Ahnung. Ja, jetzt aber mal im Ernst. Was soll das blöde Rumgebrülle? Und alle als Nazis zu bezeichnen. Mag sein, dass vielleicht auch ein paar Neonazis im Raum waren. Aber sicher war bloß Einzelfälle. Übrigens, ein Nazi ist ein Mitglied der ehemaligen NSDAP. Die Nazis sind jetzt alle mittlerweile so um die 100 Jahre alt. Da konntet ihr dort, glaube ich, weniger erreichen, weil da weniger da waren. Ich habe so eine alten Leute dort in dem Video jedenfalls habe ich niemanden gesehen, auf den, der in dem Alter ungefähr sein könnte. Geht's weiter hier? Ja, es gab dann trotzdem eine Diskussionsrunde, wo du Fragen stellen konntest und so. Die Fragen auch Fragen sind und auf längere Eingangsstellungen vielleicht verzichtet werden könnte. Vielen Dank. Fangen wir hinten an, der Herr in dem braunen T-Shirt, bitteschön. Ja, danke schön. Ich wollte einmal sagen, dass ich froh bin, heute hier zu sein, weil da kann ich mir alle eure Scheißgesichter weg, ihr Ja, vereinzelt sind dann immer noch auch Piepser in Erscheinung getreten und es waren immer noch ein paar Antifaschisten im Raum. Ja, da ihr das Mikro jetzt trotzdem mal in der Hand hattet, hättet ihr doch auch mal eine richtige Diskussion anregen können, anstatt alle zu beleidigen. Wenn ihr schlauer wärt, hättet ihr euch das erstmal aufheben können für später? Wenn euch die Argumente ausgehen, dann könnt ihr das immer noch rufen. Mit eurer Beleidigung stellen sich doch die Leute quer. Nicht zu verwechseln mit queer. Niemand will beleidigt werden. Mit einer Diskussion kann man doch auch sich einander annähern. Und auch den einen oder anderen zum Nachdenken bewegen. Ihr scheint alle nicht zu wissen, was Demokratie bedeutet. Das gab, in den 90ern war das, da gab es mal eine Zeit, da konnte man sich normal und freundlich mit allen Leuten unterhalten. Egal wie die denken, was die für eine Einstellung haben. Man hat dem anderen erklärt, wie und warum man diese und diese Einstellung hat. Und der andere hat ganz sachlich seine Gegenargumente gebracht.
Sowas nannte man damals Diskussion. Und wenn man sich dann partout nie auf einen gemeinsamen Nenner einigen konnte, hat man halt das Thema gewechselt und konnte sich trotzdem noch nett unterhalten und eine schöne Zeit zusammen verbringen. Das könnt und wollt ihr alle gar nicht mehr, oder wie? Mit solchen Aktionen wie hier beweist ihr, dass ihr gar keine Demokratie wollt. Aus solchen Leuten wie euch ist damals auch die DDR entstanden. Das, was mir ein bisschen Angst macht, ich glaube, die Leute glauben auch dran, was die sagen. Weil wenn du das hier hörst, ja, die Frau hier, die bringt das ganz gut rüber, denke ich, dass die wirklich daran glaubt, dass das alles Faschisten und Nazis sind hier in dem Raum. Keine Ahnung. Aber ich glaube, Faschisten hätten mit der kurzen Prozess gemacht. Also, entweder die wissen nicht, was Faschisten sind, das sowieso nie, wie es aussieht, aber Schluss, aus. Ich habe mir jetzt mal meine Wut vom Hals geredet. Und ich würde mich übrigens freuen, wenn er heute Abend wieder reinschaut. Da kommt wieder ein Video von meinem Urlaub vor, den ich gemacht habe. Und heute Abend kommt das Video vom Rutas Park in Litauen. Da hat jemand die ganzen alten sozialistischen Statuen und Denkmäler gesammelt und in einem Park da ausgestellt. Auch wenn man die meisten Leute, weil das ja in Litauen war, nie kennt, also Lenin, Stalin, gut, die kennst du ja alle. Karl Marx war auch irgendwo. Also zumindest hat man ein paar gekannt. Und eigentlich ist es wie bei uns auch, wo sie die ganzen anderen Leute da teilweise mit als Denkmäler verewigt haben. Ich hatte dann übrigens für das Titelbild, was ihr hier seht, mit der künstlichen Intelligenz wieder ein bisschen rumgespielt. Ich wollte eigentlich Lenin, Marx, Engels und Honecker dazu haben. Also Honecker hat er immer wieder ignoriert. Da hat er, ich glaube, bei dem Bild jetzt gar nicht, oder? Warte, ich muss mal gucken, weil ich sehe gerade das Bild nicht. Bei dem Bild hat er nie mit drauf. Der hatte dann bei verschiedenen Versionen, wo ich Honecker sehen wollte, irgendeinen mysteriösen Typen mit Hut gezeigt, aber der Hut ähnelte auch nie Honecker seinen Hut. Also Honecker wollte da mir partout nie reinkopieren. Und als ich dann mit Stalin versucht hatte, hat er sich ganz quer gestellt. Wahrscheinlich hat er ein Problem mit Diktatoren. Aber na gut. Guckt heute Abend mal rein. Ciao.